So, herzlich willkommen zurück zum nächsten Teil meiner Tutorial-Reihe. Nochmal ein Teil über Klassen und Thema soll diesmal Vererbung sein. Und ja, dafür müssen wir jetzt hier erstmal ein bisschen was verändern, weil mir jetzt zu Auto und Vererbung ist mir jetzt nichts Sinnvolles jetzt im kleinen Rahmen eingefallen. Deshalb machen wir jetzt eine neue Klasse, und zwar eine Monsterklasse. Also quasi ein bisschen Spielbezug. Nennen wir sie einfach Monster. Ja, fange ich einfach mal an. Upsa. Okay. Als erstes gibt es jetzt hier, wir kennen ja jetzt von hier schon Private und Public. Und Private bedeutet ja einfach, dass wir auf diese Variable nur innerhalb von der Klasse zugreifen können und diese Werte dann auch nur über extra Methoden hier verändern können. Und Private bedeutet aber dann auch, wenn wir vererben wollen, dass die erbenden Klassen quasi nicht auf private Variablen und Methoden zugreifen können. Und dafür gibt es jetzt halt was Neues, das nennt sich Protected. Das sorgt dafür, dass innerhalb der Klasse auf diese Variablen zugegriffen werden kann und auch die Klassen, die von dieser Hauptklasse jetzt erben, auch darauf zugreifen können, weil das mit privaten Variablen nicht möglich wäre. Okay, dann brauchen wir erstmal jetzt unsere Basisklasse. Jedes Monster, also müssen wir uns überlegen, eine Klasse Monster soll dann später halt dann weitere Klassen bekommen, quasi die davon ihre Werte und Methoden ableiten, quasi übernehmen, um dann eigene Methoden und eventuell noch ein paar eigene Variablen hinzuzufügen. Aber wenn das Grundgerüst immer gleich ist, dann macht man sich eine Hauptklasse, wo alles drin ist, was in jeder weiteren Klasse dann auch verwendet werden soll. Und ja, im Fall von einem Monster wäre das jetzt mal, also es ist jetzt schwer ohne, normalerweise würden jetzt hier noch so Methoden zum Grafiken laden und so weiter, Kollisionserkennung und hast du nicht gesehen mit drin sein. Aber wir beschränken uns jetzt mal hier auf ganz simple Dinge und ja, das wären einmal Health, machen wir da, einmal Mana und einmal das Level soll jedes Monster haben. Und dann machen wir hier ein paar Methoden, die public sein sollen. Einmal der Konstruktor. Und dann kann es einmal angreifen. Und einmal zaubern. Okay, dann brauchen wir noch eine Monster C. Na, das dauert jetzt. Oh, natürlich kommt die dann in die Quelldateien. Und dann brauchen wir wieder unsere. Wenn ich schreibfaul bin, kopiere ich mir das. Erstmal müssen wir natürlich den Header inkludieren. Und dann nehmen wir uns unsere Methoden und setzen jetzt hier erstmal die Standardwerte. Das wären einmal Health ist gleich 100, Mana ist gleich
1000 und das Level ist dann bei jedem erstmal 1. Okay, dann haben wir hier den Angriff. Und da geben wir dann einfach nur eine Textmeldung aus. Monster startet einen Angriff. Ups. Ach Quatsch. Ach so, ja klar, da brauchen wir natürlich auch noch die IO-Stream. Damit wir halt auch die Textausgabe benutzen können. Und wir benutzen den Namespace SCD. Und dann sollte eigentlich... Ah, kleiner Tippfehler. So, jetzt haben wir's. Okay, Monsterzauber. Machen wir da weiter. Und ja, Monster spricht einen üblen Zauberspruch. Uiuiui. Okay. Das war es jetzt mal zur Monster-Basisklasse, sage ich jetzt mal. Dann löschen wir mal unsere Auto-Sachen einfach raus. Ich mache die jetzt hier mal zu. Und dann erstellen wir uns ein neues Monster. Ups. Stellen wir uns eine neue Instanz, Monster, nennen wir es Monster. Und das Monster startet jetzt hier ein Angriff. Und das Monster spricht seinen üblen Zauberspruch. Und dann probieren wir das mal aus. So, also immer, Monster startet Angriff, wie gehabt. Und jetzt wollen wir aber noch andere Arten von Monstern hinzufügen. Da nehme ich jetzt zum Beispiel mal ein Troll. Okay, dann erstellen wir wieder einen neuen Header. Als würden wir eine neue Klasse erstellen. Nennen diese dann Troll. Und dann brauchen wir als erstes die Monster-Klasse oder die Monster-Header. Und nun kommt was Neues. Wir schreiben jetzt hier Class Troll. Dann ein Doppelpunkt. Und dann die Klasse, von der es erben soll. Das wäre jetzt hier bei uns Monster. Und dann können wir hier ganz normal weitermachen. Mit dem Konstruktor. Und wir fügen jetzt hier eine neue Methode hinzu. Die nenne ich jetzt mal hier Wortgefecht. Halt ein individueller Angriff, den dieses Monster dann hat. Dann brauchen wir unsere nicht Monster, sondern Troll natürlich. Und hier brauchen wir auch wieder den, wenn wir Text ausgeben, wieder den IO-Stream. Und wir brauchen die Troll-Header.
dann benutzen wir auch wieder den Namespace. Und dann geht es weiter wie gehabt. Den Konstruktor. Und jetzt können wir hier, also wir sehen ja, wir haben jetzt hier keine Variablen, also Member-Variablen festgelegt. Die sind ja jetzt alle hier in der Monster-Klasse. Und jetzt können wir hier aber trotzdem auf Health zugreifen. Machen wir, der Troll hat nur 25 meinetwegen. Mana hat er nur 10. Und ist auf Level 1. Das sind jetzt natürlich irgendwelche ausgedachten Werte, die haben jetzt keine Relevanz. Und ja, also jede Klasse hat dann automatisch diese Variablen, ohne dass wir die hier nochmal definieren und deklarieren müssen. Und können jetzt auch Void, Troll, und jetzt haben wir hier unser Wortgefecht, das wir hinzufügen wollten. Und ja, schreiben wir einfach mal, Troll redet auf seinen Gegner ein. Also irgendwas, Hauptsache es wird angezeigt. Und so, dann sehen wir jetzt auch schon den Vorteil, den wir daraus dann ziehen. Jetzt können wir hier halt das Monster können wir dann entfernen. Erkläre ich gleich nochmal. Also wir können jetzt hier eine Troll-Instanz erstellen. Die nennen wir auch Troll. Und jetzt sehen wir, haben wir hier aber auch die Methode Angriff, Zauber und zusätzlich Wortgefecht. Ich starte jetzt hier mal einen Angriff und ein Wortgefecht. Und jetzt zeige ich hier nochmal, Monster hat jetzt aber nur Angriff und Zauber. Das heißt, wir können diese Klasse, also nochmal zusammenfassen, haben hier unsere Basisklasse mit allen Sachen, die wir brauchen für jede Variante dieser Klasse. Und eine Variante ist jetzt Troll. Und der Troll soll seinen eigenen Konstruktor haben, weil der eigene Werte hat, Statuswerte, und bekommt hier noch die Methode Wortgefecht. Hat aber trotzdem alles, was jedes Monster hat, also auch Angriff und Zauber. Dann starten wir das mal. Und wir haben einen Fehler in der Troll-CPP. Da haben wir bestimmt... Ah, hier haben wir das Semikolon vergessen. Das vergesse ich ganz gerne mal. So. Monster schadet einen Angriff, Monster spricht einen üblen Zauberspruch. Und jetzt haben wir's. Kann man das jetzt hier wechseln? Ja. Und jetzt greift hier der Troll an. Und jetzt steht hier, Monster startet einen Angriff. Und dann kommt das Wortgefecht und der Troll redet auf seinen Gegner ein. Jetzt wollen wir aber, dass, wenn der Troll angreift, dass da steht, Troll startet einen Angriff. Dafür müssen wir jetzt einfach auch in der Header-Datei von Troll ganz normal Angriff hinzufügen.
Na. Und dann schreiben wir hier, startet einen Angriff. Und wir werden sehen. Jetzt steht hier, Troll startet einen Angriff. Das heißt, wir können die Klassen von der Basisklasse einfach überschreiben, so dass wir das dann noch ein bisschen individualisieren können. Und ja, dann kann man jetzt bei jedem Monster quasi. Man könnte jetzt natürlich auch hier noch eine Variable für den Namen hinzufügen. Es wäre jetzt natürlich sinnvoller zu sagen, okay, wir speichern jetzt den Namen in einer Variable oder in einem Char-Array und könnten uns dann hier das Überschreiben von der Methode ersparen. Ist natürlich richtig und das könnt ihr einfach mal ausprobieren. Das überlasse ich jetzt einfach mal euch. Ich wollte hier an der Stelle einfach mal zeigen, wie man halt und warum man Methoden überschreiben kann. Und ja, wenn ihr nicht rausfinden solltet, wie man jetzt den Monsternamen in einer Variable speichert, dann fragt er einfach nach, dann mache ich dafür nochmal ein kleines Mini-Tutorial. Oder ich füge das auch so an, mal gucken. Okay. Gut, dann haben wir jetzt hier unsere Klassen und die erbende Klasse. Und jetzt wollte ich noch kurz erklären, warum wir jetzt hier nur noch Troll.h einfügen müssen. Liegt einfach daran, dass Troll.h, also die Troll-Header, dass darin schon der Monster-Header eingefügt wird. Und wir den dann quasi doppelt hätten. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Problem. Ich zeige jetzt mal kurz. Muss ich das so vorstellen, dass der Compiler. Also das sind ja sowieso Präprozessor-Direktiven. Das heißt, alles das wird ausgeführt, bevor der Compiler den Code wirklich kompiliert. Und in diesem Fall ist es einfach, dass der Compiler hier den besagten Code einfach einfügt. Kann man sich wirklich vorstellen, man würde jetzt hier mit Copy und Paste Code einfügen. Und deswegen kommt es dann auch zu folgendem Problem. Das sollte man jetzt hier sehen. Hier steht jetzt Monster H. Also Zeile 2. Monsterklasse Typ Neudefinition. Das heißt, ich füge jetzt hier Monster ein und dann nochmal Troll. Und in der Troll-Header-Datei wird nochmal Monster eingefügt. Und dadurch wird das quasi nochmal neu definiert. Das mag der Compiler natürlich nicht. Aber dafür, um solche Fehler zu vermeiden, wenn das wirklich viele Dateien irgendwann werden, kann sowas mal passieren und man findet das schwer. Aber man kann das schon im Vorfeld, kann man da ein bisschen Vorarbeit leisten, um sowas zu vermeiden. Und zwar gibt es halt auch für Präprozessor-Direktiven auch eine if-Bedingung. Das heißt, wir können jetzt hier Raute, dann if n def, heißt so viel wie if not defined, also wenn diese Datei noch nicht vorhanden ist, in dem Fall Monster H. Man schreibt es in der Regel immer den Dateinamen in groß, dann unterstrich H. Und ja, wenn das noch nicht der Fall ist, wenn das noch nicht definiert wurde, dann definieren wir Monster unterstrich H. Und dann müssen wir am Ende unter der Klasse noch ein endif hinzufügen, dass du dann weißt, okay, da ist die Abfrage dann zu Ende.
Das ist später auch noch wichtig, wenn man auf verschiedenen Plattformen entwickeln möchte, aber ja, das wäre jetzt ein bisschen zu weit vorgegriffen und das interessiert uns jetzt auch noch nicht. Ja, das Gleiche machen wir jetzt noch hier. If toll H. Und Und jetzt sollten wir diese Fehlermeldung nicht mehr bekommen. Und das sollte ganz normal kompilieren. Weil jetzt prüft er halt vorher, ob diese Header-Dateien, ob diese Klasse schon mal definiert wurde. Und falls ja, dann ignoriert er quasi diese Klassendefinition und geht direkt weiter. Dadurch können wir dann die Klassen auch mehrmals inkludieren. Das ist eigentlich der ganze Trick bei der Sache. Und ich empfehle euch auch, das wirklich in jeder Klasse einfach zu machen, damit ihr dann später ja keine Probleme habt, wenn es ein bisschen umfangreicher wird. Das war es dann jetzt erstmal mit den Grundlagen für Klassen und deren Vererbung. Das Ganze lernen wir noch dann ein bisschen genauer kennen, wenn es denn mit dem Spiel ein bisschen weiter ist. Denn mit dem nächsten Teil werde ich dann auch tatsächlich mal mit dem Spiel anfangen, was in der Überschrift immer versprochen wurde. Und ja, da mache ich das dann aber erstmal noch ein bisschen simpler, ohne externen Klassen. Das kommt dann erst später nochmal wieder. Und dann wird es eventuell auch noch ein bisschen komplexer da. Und ja, es macht einfach mehr Sinn, die Sachen dann im Detail dann zu erklären, wenn man sie wirklich dann auch benutzt. Und dann war es das auch erstmal soweit. Ich hoffe, ihr habt alles soweit verstanden. Falls nicht, in den Kommentaren könnt ihr mich fragen oder einfach eine private Nachricht. Ansonsten war es das erstmal für heute. Bis bald.